So, hallo und wir machen weiter bei Le Brutal Mario. Das letzte Mal haben wir hier den Drachen besiegt und den Secret Exit hier geholt. Und jetzt gehen wir hier in To Be Continued rein. Ich denke mal, das wird dann nur eine Message Box sein. Oder sowas da. Der Hack ist an der Stelle nämlich zu Ende. Deswegen be bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Nein, natürlich nicht. Wir haben erstens noch einiges zu holen und zweitens kann man nach eigenen... Quatsch, nicht nach eigenen. Nach Meinung von anderen sehr wohl dieses Schloss da spielen. So, ich gehe jetzt nur wieder ganz an Anfang zurück. Wenn ich irgendwie den Weg ganz zum Anfang zurückfinde. Und dann machen wir nämlich der Reihe nach nochmal alles durch. Und gucken, wo uns was fehlt und so weiter. Nee. So, so, so. Hier geht's runter. Hier. Hier, hier, hier. So, hier ist die erste Röhre. Die müssen wir machen. Genau, das ist nämlich dieses komische Zeugs hier. Und da gibt es ja, wir haben ja hier den Eingang, haben wir, und hier haben wir den Eingang. Das heißt, wir machen jetzt erstmal dieses Röhrenzeug. Coindoser Forest. Schauen wir mal, was uns erwartet. Grafik, die den Augen wehtut, nicht diese Dinger. Oh, ich habe die ja bei Donkey Kong schon gehasst, aber hier sind sie zum Glück nicht so schnell wie bei Donkey Kong. Und hier kann man zum Glück besser ausweichen. Aber der Hintergrund ist, wenn ich das mal so sagen darf, der Hintergrund ist hässlich. Also, diese komischen, was immer das sein soll, sieht komisch aus. Also ich habe fast den Eindruck, das gehört da nicht hin. Weil, was soll das sein? Das gehört da nicht, das ist da falsch, oder? Das ist irgendwie ein Fehler bei mir. Komisch. Kann ich das ausstellen? Moment. Eins. Was ist denn das? Zwei. Jetzt ist es aus. Ach, das war aber der ganze Hintergrund, den ich ausgemacht habe. Naja, egal. Ist ja Wurst. Mich stört es jetzt nicht weiter. Ich habe nur gesagt, dass es hässlich ist. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Kacke. Geh weg da. Hops. Okay. Ach, jetzt muss ich hier tatsächlich auch sowas machen. Noch ein bisschen rüber, noch ein bisschen rüber, noch ein bisschen rüber. Danke. Ui, ja, es war so klar. Okay, wir machen das langsam, Schritt für Schritt. Und ein Stück. Und ein Stück. Und ein Stück. Und nee, das reicht noch nicht. Und jetzt. Hui. Okay. Und zack, okay. Und das war's. Sehr schön. Flupp. Und jetzt geht's hier zurück. Wie komme ich jetzt zu den anderen Totenköpfen hin? Oder gibt's da Secret Exit? Weiß ich nicht. Naja, gut. Dann machen wir als nächstes den ersten Warpstern. Und ich setze jetzt bei den Warpsternen, setze ich jetzt mal zur Sicherheit extra Saves jetzt, weil mir wurde da ja gesagt, ich kann das versauen. Man kann nämlich irgendwie. Na, das ist jetzt alles schneller geworden. Man kann irgendwie hier draus. Es gibt hier jetzt zwei Möglichkeiten, dieses Level zu beenden. Einerseits, dass man das Level richtig beendet. Dann ist das hier wie ein Levelpunkt, das hier, also wo ich jetzt drauf stehe. Dann ist das wie ein Levelpunkt, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, aber ich glaube, das ist so. Ja, dann ist das wie ein Levelpunkt. Und dann komme ich nicht mehr zurück. Es gibt aber auch noch einen Exit, wo das Ding hier zum Warpstern wird und dann mich wieder zurückbringt. Deswegen, ne? Müssen wir da aufpassen. Dass ich jetzt erst den richtigen Exit, den falschen Exit quasi finde, sodass das Ding erstmal wieder zum Warpstern wird. Damit ich auch hier wieder zurückkomme. So, ich glaube, ich habe das so richtig verstanden. Wer hatte mir das noch gleich gesagt? War es Zünni? Wer immer es mir gesagt hat, vielen Dank. Ich weiß es leider nicht mehr. Könnte auch Nico gewesen sein. Nico hat übrigens gesagt, er findet den Hack gar nicht so schlimm, er hätte nur so getan. Ich finde es jetzt ein bisschen schwer, ihm das noch abzukaufen, aber gut von mir aus.
Love Animal. Ach, das ist der erste. Das ist aus dem Intro, ne? Das ist aus dem Intro, glaube ich. Nee. Das war nur so ähnlich. Okay, Yoshi! Alter, wirft er hier mit Shells um sich, oder was? Ja, dann kann man Yoshi mal hier fressen lassen. Ach, das ist... Okay, es sind nur Grafiken. Es sind keine echten Shells. Ja, dann weiter. Friss! 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 Zack, haben wir schon. Einen großen Yoshi gebaut. Tefuk. Alles sind Shells jetzt. Alles sind Shells. Oh mein Gott. Und ich habe noch hier keine zwei Exits auf jeden Fall entdeckt. Da bin ich noch gespannt. So, gehen wir mal durch. Ja, Nico hat erzählt, er hat nur so getan, als ob er den Hack nicht möchte, nicht mag. Ach genau, hier, normal exits go to the next star. The key exit turns the star into a warp, so you can't re-enter the level. This pipe leads out of Star World. Normal exits go to the next star. The key exit turns the star into a warp, so you can't re-enter the level. Ach, andersrum. Ich muss erst den Exit machen. So rum. Ich habe es gerade genau falsch rum erzählt. Ich muss erst den Exit machen. Und dann muss ich den normalen Exit machen, dass ich wieder zurück kann. Also den Schlüssel-Exit. So rum war es. So, komm, Yoshi kann mich jetzt gerade mal. Ich will jetzt einfach nur schnell wieder durch. Ja, das kennen wir jetzt ja alles. So rum war das. Okay, na, dann wird es ja zumindest auch erklärt. Dann ist es doch alles überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wenn man es erklärt kriegt, dann, ja. Dann versteht man es ja auch. Vor allem, ich habe es jetzt genau falsch rum verstanden, als es mir erzählt wurde. Es ist wieder typisch. Es ist wieder typisch, dass ich es genau falsch rum verstehe. Das ist wieder echt typisch. Naja, so bin ich. Verstehe alles falsch. Huch. Hops. Friss und stirb nicht. Friss. Lass. Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will den Yoshi nicht. Danke. So. Dann gehen wir jetzt in die Röhre. Und die führt uns zum Schlüssel, hoffentlich. Die führt uns ganz raus. Okay, also hier kommen wir sowieso nie zurück. Verstehe ich das richtig? Hier gibt es gar keinen Secret Exit dann? Oder bin ich einfach nur doof? Zurück. Gibt es hier dann keinen Secret Exit? Bin ich jetzt bescheuert? Es hieß ja, die hier führt mich raus aus der Star World. Na gut, aber ist auf jeden Fall eine Sicherheit. Man kommt immer wieder raus. Das ist gut zu wissen. Dann machen wir jetzt Forest Star. Oh mein Gott. Ja, B. Ich kann nur fliegen, ne? Schießen nicht. Ne, okay, gut. Gut, gut, dann gehen wir hier mal durch. Jetzt laggt es gerade wieder. Warum auch immer. Jetzt nicht mehr. R. Ach, R schieße ich. Ach. Okay, ich kann doch schießen. Mist. Das ist natürlich jetzt blöd wieder von der Tastatur her. Die Steuerung hier ist extremst ungünstig für mich. So, und runter. Und schieß. Weil ich da in Gefahr gerate, immer die falsche Taste zu drücken, wie zum Beispiel die Windows-Taste. Ja, den Treffer nehmen wir an, ist egal. Na, scheiße. Ich hoffe nur, der rächt sich dann am Ende nicht wieder, so wie der andere. Der uns geleuchtet hat, der war ja nicht so nett. Ja, wie? Ja, klar. Okay. Der Schlüssel-Exit macht den Stern zu... Ja, aber wo ist denn dann der Schlüssel-Exit?
Und das hier führt mich wieder ganz nach draußen. Also ich komme immer wieder nach draußen. Das ist nicht das Problem. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ansonsten habe ich ja meine extra Safe States. Aber wo sind denn da Schlüssel-Exits? Verstehe ich gerade gar nicht. Huiuiuiuiui, wir haben hier mit kleinen Strömungen zu kämpfen. Mit minimalen Strömungen. Die minimal sind. Okay, ich will die lesen. Ja, die Strömung ist im leichten Wasser nicht... im helleren Wasser nicht so stark. Ach, hier muss ich so rum, okay. Ja, ja, ist ja gut. Ich will da nochmal raus, hallo. Danke. Ich will mir die Yoshi-Coins holen, vielleicht braucht man die ja. Man weiß es ja nicht so genau, ne? So, komme ich da runter? Hier komme ich runter, okay. Dann kann ich hier durch und dann kann ich hier vielleicht ganz nach unten. Nee, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hier oben rum. Da oben rein will ich auf keinen Fall. Scheiße, okay, ich muss unten lang. Also gehen wir doch nochmal hier unten rum und dann... Na, okay. Moment. Ich muss hier... Ich brauche hier genug Zeit, um darüber zu kommen. Mich verarschen? Oder kann ich da mittig durch? Oh, so, danke. Kann ich da irgendwie mittig durch? Hier so... Hä? Hier so zack und... Ah ja, okay, jetzt bin ich unten. Gut. Hier ist jetzt gar kein Current mehr, das ist schon mal gut. Den Teil haben wir damit geschafft und dann kann ich jetzt hier nach unten durch. Schön vorsichtig kann ich hier nach unten auf jeden Fall durch. Runter. Was immer mir das bringen soll, weiß ich noch nicht. Hier komme ich nicht mehr zurück, hier käme ich hier rein. Und hier runter. Ah, da ist wieder eine Yoshi-Coin. Ich habe den Eindruck, in dem Level brauche ich die Yoshi-Coins. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Die sind irgendwie schwer zu holen. Ich habe den Eindruck, ich brauche die in dem Level. Naja, wir werden sehen. So, gehen wir hier schneller zurück. Zack. Und dann hier ist egal, in welche Richtung wir kommen. Wir können uns eh durchdrücken. Oder auch nicht. Halt, ich wollte da runter. Hier runter wollte ich. Dankeschön. So, weil hier komme ich eh wieder hoch. Jederzeit. Und hier ist nichts. Okay. Die Strömung bringt es an den Tag. Okay, das nützt mir gar nichts hier. Jetzt bin ich hier unten. Will ich hier sein? Ist die Frage. Die Fische... Fische schwimmen mit mir mit rückwärts. Auch sehr geil. Runter! Oh, da komme ich nicht... da komme ich nicht durch. Okay, nochmal zurück. Hier runter. Okay, das war richtig. Dann hier rüber. Okay, dann bin ich hier. Da nicht rein. So. Dann kann ich hier runter. Und dann... ja. Ich könnte da hoch. Ich bleibe erstmal hier weiter. Ah ja, gucke, hier ist nämlich eine Yoshi. Coin. So, jetzt haben wir alle. Ja, hat nichts gebracht. Okay, schade. Hätte ja sein können. So, dann haben wir hier. Dann gehen wir hier hoch. Moment, war da drüben nicht noch irgendwas? Falsche Richtung. Oh mein Gott! Ach so, erst Normal Exit. Haben wir ja gelernt, ne? Hier finden wir jetzt, hier kriegen wir es jetzt hin, das in den Stern zu verwandeln. Dann habe ich in den anderen Leveln die Secret Exits komplett verpasst. Kann das sein? Wo sollen denn die sein? Verstehe ich jetzt gar nicht. So, runter, 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 runter. Dann brauchen wir jetzt hier wirklich nur noch den Secret Exit finden.
Ein Glatsch mache ich wieder zusammen. Den Normal Exit wollte ich sagen. Okay, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Danke. So, machen wir nochmal ein bisschen. Ne, machen wir nicht. So, jetzt machen wir erstmal einen Stern draus. Das wissen wir jetzt, wie es geht. Ich beeile mich auch, versprochen. Deswegen ziehe ich gleich mal zurück. Okay. Jetzt brauche ich mich auch nicht um die Yoshi-Coins kümmern. Einfach durch. Einfach durch die Grütze hier. Zack und runter. Jawohl. Jetzt funktioniert das alles hier ein bisschen flotter. Und hoch und dann ging das hier runter, ne? Genau. Nee, hier gleich. Ich kann hier gleich rüber. Ich muss aber hier nach unten. So, danke. Genau. Okay. Dann hier ist alles noch richtig. Dann hier nach oben. Hier nach unten. Okay. Alles richtig bisher. Dann hier. Ah, nee. An falsche Richtung. Hier nach unten. Danke. Hier nach unten. Und jetzt muss ich mich oben halten. Da komme ich nicht durch. Ich hoffe, das war nicht an der Stelle. Fuck. Das war exakt an der Stelle. Immer falsch rum. Das war exakt an der Stelle. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich weiß, dass der schwächer ist, aber nicht schwach genug. Ich komme da ja nicht durch, ne? Nee. Kann ich laufen, wie ich will? Nee, das wird auch nichts. Hier oben entlang wird auch nichts. Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier durch? Mit einem Item käme ich da durch, aber... Wo finde ich denn jetzt ein Item? Oder muss ich doch die Yoshi-Coins einsammeln und dann ist der Current hier weg, da oben? Ich setze mal kurz ein Save-Set und spule mal zurück, weil vorhin hatte ich die Yoshi-Coins an der Stelle alle. Einfach um es rauszufinden, wie das ist. Ich hoffe, ich komme noch so weit zurück. Sieht gut aus. Weiter zurück, weiter zurück. Okay, hier sind wir. Hier habe ich die Yoshi-Coins nämlich alle schon. Jetzt brauche ich da nur mal kurz hochgucken. Jetzt bloß kein Safe-Set setzen, das wäre jetzt richtig dämlich. Ne, der Kermit ist da auch. Okay, dann kann ich ein Safe-Set wieder laden. Dann muss ich was anderes finden. Ich muss ein Item oder so finden. Dann gehen wir trotzdem wieder zurück. In die Richtung. Hä, wo bin ich denn? Ich bin hier gerade falsch, ne? Ach, hier runter. Genau, jetzt bin ich richtig. Okay. Dann hier rüber. Hier war das, ne? Genau. Ich muss ein Item finden. Dann hoffe ich, dass irgendwo ein Item ist. Auf Schluss zu vielleicht. Gucken wir mal, ob wir was finden. Oder war am Anfang ein Item? Das wäre blöd. Also ein Item, was ich in die Hand nehmen kann, ne? Versteht doch schon, was ich will. Ja, ihr versteht immer, was ich will. Da war nichts auf jeden Fall. Muss ich hier jetzt mal ein bisschen mich umgucken. Ob hier nicht noch irgendwo irgendwas versteckt war. Ist. Weil hier ist jetzt die Röhre. Ich kann hier noch runter. Und hier kann ich rein. Aha, gucke mal. Und hier ist jetzt ein Item zum Mitnehmen, oder wie? Tatsache. Schön. Und damit kann ich dann nämlich mich durch den Current durchdrücken, also durch die Strömung. Ich sag immer Current, weil es halt ist. Hier, ne? Ich kann jetzt hier nämlich gegen die Strömung schwimmen. Das ist lol. Das ist eine coole Idee. Und hier runterwärts muss ich aber loslassen. Ach, auch interessant. Zum Glück ist hier dann kein Boden. So, und hier geht's wieder zurück, und hier geht's wieder zurück, und hier geht's auch wieder zurück.
Und dann haben wir es auch schon fast. Zack. Und die Zeit reicht auch noch problemlos. Du fliegst mal hier runter, danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann geht's hier hoch. Und dann geht's hier nur noch durch. So. Zup. Da gibt's nochmal einen Pilz und dann gibt's hier den Schlüssel. Super. Und jetzt haben wir nämlich einen Stern draus gemacht und jetzt kann man das Level nicht mehr spielen. Auch nicht, wenn ich L und R mache, ne? Genau. Das heißt, hier und hier fehlt uns der Secret Exit. Bin ich denn total bescheuert? Wo soll denn hier einer... Nee, hier kann ich nicht unterm Level durch. Aber irgendwie kann ich hier ja aus dem Level raus. Also aus dem Abschnitt raus, hat man ja gesehen. Da waren ja Dinge außen, ne? Also hier, Dingens. Eine Yoshi-Coin war ja außerhalb. Wo kann ich denn hier durch? Mal suchen. Hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Ja, ja, den Treffer, den nehmen wir. Jetzt sind wir schon hier. Hä? Ach, wie? Da kam einfach raus. Was ist das denn? Lol. Okay. Sehr interessanter Secret Exit. So, und wo ist hier der Secret Exit? In irgendeiner Lücke oder was? Hm, mal gucken. Also hier nicht. Also die Secret Exits in den Sternen sind dann ziemlich interessant, muss man mal dazu sagen. Hier auch nicht. Hier komme ich auch nicht runter. Rutschi, 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 Blume. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Na, spring! Und ich weiß, wir machen gleich eine neue Aufnahme. Keine Panik. Das ist schon wieder lang, ne? Glaube ich. Fürchte ich. Love Animal. Ja, ich love Animal doch. Kann ich mit euch reden oder irgendwas machen? Oder seid ihr? Ach, Moment mal. Bist du vielleicht ein Schlüsselloch? Zu dem ich was ganz Bestimmtes bringen soll? Hm. Das könnte ein Schlüsselloch sein. Habe ich irgendwo eine Shell rumliegen gehabt, die wie ein Schlüssel war? Also hier ist nichts. Und hier ist auch gar nichts. Da oben war ich nicht, aber da ist ja auch nichts. Nee. Ich könnte den Yoshi mal dahin bringen, aber... Ob es das so bringt, weiß ich auch nicht. Ist hier unten was? Nee. Auch nicht essen. Doch, kann er. Friss. Und friss. Das bringt gar nichts. Scheiße. Love Animal. Was will ich hier? Was soll ich hier machen? Ich kann hier nichts. Hm. Friss. Ach, hier liegen überall tote Koopas rum. Das ist die Szene. Das ist doch die Szene aus dem Anfang, ne? Ach! Richtig, es ist die Szene aus dem Anfang. Suizid. Und dann fällt mir hier... natürlich. Natürlich. Okay, dann haben wir hier die Secret Exits nachgeholt. Das nächste Mal machen wir die nächsten Sterne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!